Better trust your instincts from here on in. It would appear that the planet you are on has not yet cooled, and there is frequent seismic activity. We believe only the toughest proteinist dead could live down there. Watch your back on this one. Watch your back on this one. Sorry about that. Black at midnight.
talking about? No. You mean that place downtown? Yeah, I remember her. We need to put some fear into that little lady. She wasn't going along with our tenant relocation. Idiot boyfriend showed up, turned a simple sweep and clear into a total cluster. Fuck. Why? What do you want? What is it? What? Speak to me. Speak. Fritz im Raum Angermünde, dann 100,1. 21.30 Uhr. Fritz, Kurzinfo. Zunächst mit dem Wetter. Nachts ist es leicht bewölkt und neblig bei 9 bis 5 Grad. Morgen wird es heiter bis wolkig und trocken bei 13 bis 16. In Berlin bei 15 Grad. Die Meldungen. Die USA haben erstmals Bodentruppen in Afghanistan eingesetzt. Mindestens 100 Elitesoldaten griffen nahe der Stadt Kandahar einen Luftwaffenstützpunkt der Taliban an. Zwei US-Soldaten stürzten mit einem Kampfhubschrauber ab und kamen dabei ums Leben. Die US-Behörden haben bisher keine Anhaltspunkte für einen Zusammenhang zwischen den Milzbrandfällen und den Terroranschlägen vom 11. September. Man wisse noch nicht, wer die Erreger verschickt habe, sagte Präsident Bush. Inzwischen wurde in der Poststelle des Repräsentantenhauses Spuren des Milzbranderregers gefunden. Israel hat heute zwei weitere palästinensische Städte besetzt. Dabei kamen in Tulkarem und Qalqilya im Westjordanland 4 Personen ums Leben. Nach dem Anschlag auf Tourismusminister Zevi sind israelische Einheiten damit in 6 palästinensisch verwaltete Städte eingerückt. Es ist die größte israelische Militäraktion seit einem Jahr.
Zum Sport. In der ersten Fußball-Bundesliga unterliegt Energie Cottbus in Hamburg dem FC St. Pauli mit 4:0. Bernd von Geldern berichtet. Der Torreigen begann in der dritten Minute, als Paczynski St. Paulis erste Chance zu seinem ersten Bundesligator nutzte. In der Folge waren die Hamburger überlegen. Und diese Überlegenheit wurde noch größer, nachdem Termina, der Marokkaner in Diensten von Cottbus, in der 30. Minute die gelb-rote Karte sah. Nach dem Wechsel erhöhte Kaluschny mit einem Eigentor sowie Paczynski und Meckle zum Endstand von 4:0. Die weiteren Ergebnisse: Hertha BSC gewinnt zu Hause gegen Werder Bremen 3:1. Bayern schlägt Lautern klar 4:1. Leverkusen schlägt Stuttgart ebenfalls 4:1. Schalke gewinnt gegen 1860 München 1:0. Nürnberg unterliegt Gladbach 1:2 und Hansa Rostock gewinnt gegen Köln 3:0. In der zweiten Liga unterliegt Babelsberg 0:3, Rot-Weiß Oberhausen 0:2. Eine Meldung vom Verkehr, Stadtverkehr Berlin-Wedding. Die Müllerstraße ist zwischen Barfuß- und Afrikanische Straße in beiden Richtungen wegen eines Straßenfestes bis morgen Abend nicht befahrbar. Das war ein Fritz Kurzinfo mit Falk Zielke. Die Zeit, es ist 21.32 Uhr. Sonntag ist Wahltag in Berlin. Und wenn alles gewählt ist, gibt's auf Fritz das große Fritz-Extra zur Berlin-Wahl. Mit dabei die Grabowski mit den Zahlen, Ken Jebsen mit Stimmen aus dem Berliner Abgeordnetenhaus und eure Meinung zur Wahl. Das große Fritz-Extra zur Berlin-Wahl. Die Stimmabgabe nach der Stimmabgabe. Am Sonntag ab kurz vor 18 Uhr bis 1 Uhr. Und jetzt kommt Reklame. Schönes Fräulein, so alleine. Ach, ein Charmeur der ganz alten Schule. Ach, wie kann ich nur Ihr Herz gewinnen? Aber Sie könnten doch mein mein Vater sein. Ach, könnte ich noch mal 20 sein. Eigentlich brauchen Sie nur ein bisschen mehr Schwung. Ach, Sie sind gut. Trinken Sie einen Red Bull? Ja, aber ich bin doch kein Matador, Caramba. Red Bull ist der Energy Drink, Caramba. Belebt Geist und Körper. Ja, und dann dir... Avenue Presents, 20.10. Smash is Silent 2. Two Floors auf 1600 Quadratmetern mit den DJs Miss Yeti, Tom Clark, J-Bass, Daniel Zahn und Miss 85B. Im Haus der Offiziere, Dienstorf Waldstadt an der B96, A10 Abfahrt Rangsdorf, A13 Abfahrt Teufel. Und nicht vergessen, das große Fritz-Extra zur Berlin-Wahl. Stimmabgabe nach der Stimmabgabe. Am Sonntag ab kurz vor 18 Uhr bis 1 Uhr. Berlin wählt. Und im Radio Fritz. Ray Satellite. Das ist Red Satellite, ich bin Marusha und an dem Fader ist Sascha aus Berlin von der Gabba Nation im Gabba Takt. Here we go.
don't you want to be an outlaw? Don't you want to be an outlaw? You come and get on before the chest is gone. Super, ich freue mich total, dass Sascha heute da ist von Nagawa Nation in Berlin. Grüß dich, Sascha. Hallo, Marisha. Und ich wollte ja schon mit dir reden, aber dann hast du echt dieses Brett aufgelegt. Da, ich mein, da bringen sie uns alle um, wenn wir jetzt da drauf kommen. Ja, ist richtig schöne Marschiermusik so. Stell dich doch mal vor für die Leute, die dich nicht kennen, Sascha. Ja, also ich bin Sascha von der Gabba Nation Berlin, hat die Marisha ja schon gesagt. Und ja, eigentlich gibt es da eigentlich nicht viel mehr zu sagen. Also ich weiß aber ganz viel dazu zu sagen, denn dich gibt es jetzt in meinem Horizont, in meinem kleinen Universum schon bestimmt seit 12 Jahren. Und ich weiß, dass du seit 12 Jahren mindestens schon auflegst, wahrscheinlich schon viel länger. Ja, sind ungefähr so 15 bis 16. Wobei, als ich angefangen habe, da gab es ja noch keinen Techno oder Gabba oder Hardcore. Da
habe ich mich dann erstmal auf Hausmusik gestürzt. Die kam dann so damals raus und hat die Disco-Musik so das Aktuelle abgelöst. Und da habe ich dann eigentlich auch meine Roots so im Haus. Wann hast du das erste Mal, wann hat dich irgendwie Gabba verliebt gemacht? Weil das ist ja ewig, seitdem du das schon propagierst und auch auflegst. Ja, also angefangen hat es dann im Bunker. Also so meine Hardcore-Einschläge irgendwie, die habe ich mir damals im Tresor abgeholt, als sie so 91 da richtig heftig irgendwie Musik gemacht haben. Da war ich ja als Gast und dachte mir, so konsequent und so hart, das kann es ja gar nicht geben. Und naja, dann haben die dann leider irgendwie einen anderen Weg eingeschlagen. Und ich habe dann, sage ich mal so, das Hardcore-Erbe irgendwie mit in den Bunker genommen. Und dann, ja, am Anfang war das noch der Wolle XTP, glaube ich, der da Partys veranstaltet hat. Und bei dem habe ich dann abwechselnd mit Roland oder DJ Katix ab und zu mal aufgelegt. Und ja, irgendwann hat dann XTP dann da das Handtuch geworfen und dann haben Katix und ich irgendwie aus, weiß ich nicht, Intuition heraus Gabba Nation gegründet. Und dann haben wir dann auch irgendwie den, das war so 91, 92, so genau kann ich es nicht mehr sagen. Und dann haben wir dann auch irgendwie, ja, dann erstmal so das Gabba Hardcore Monopol so für drei, knapp vier Jahre irgendwie gehabt, so, ja. Im Bunker, ne? Im Bunker, ja. Und dann hat der Bunker zugemacht, ihr habt aber nicht aufgegeben? Dann hat der Bunker zugemacht und ja, dann war es irgendwie natürlich alles nicht mehr so toll mit den Locations. Wir hatten dann schon Ausweichlocations, also die Insel, die haben wir irgendwie fast ein, zwei Jahre beschallt. Und dann danach gab es das Stellwerk. Das war eigentlich auch eine Weile lang ganz lustig. Nur irgendwie, ja, war es halt nie so richtig toll wie im Bunker. Und dann kam noch dazu, dass dann sich die Musik auch verändert hat. Also aus dem Gabba, den wir halt gehört haben, so 200 bis 230, 235, wurde dann immer schneller, 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 schneller. Also am Anfang haben wir ja mit dem Bettrüsten angefangen. Also irgendwie so Formel-1-Style. Ja, so 33er Platten auf minus 45 gespielt. Und unsere Plattenspieler, die haben wir also von, die kann man ja bis plus 8 pitchen. Wir haben dann irgendwie einen Weg gefunden, die bis plus 12 bis plus 16 zu pitchen, damit das halt noch ein bisschen schneller wird. Und insofern sind wir da nicht ganz unschuldig an diesem ganzen Geschwindigkeitswahn. Nur irgendwann ist man dann übers Ziel hinausgeschossen. Das war dann so 240, 250 aufwärts. Heutzutage geht es ja dann bis 300, 400. Und das ist dann also jenseits dessen, was mir dann also noch Spaß macht und was ich auflegen möchte. Und da habe ich dann auch irgendwann mal so vor, wann war es so, 2 Jahren oder so, dann mehr oder weniger fast die Plattenspieler an den Nagel gehängt. Weil normalerweise ist ja das Bestreben eines DJs, immer neue Platten zu spielen und tolle neue Platten zu spielen. Und ja, die ganzen neuen Platten, die haben mir aber irgendwie nichts mehr gegeben. Und ich habe mich dann irgendwie dabei ertappt, wie ich dann eigentlich immer in den alten Platten rumgesucht habe und da noch irgendwie Verwertbares gesucht habe. Und naja, und bis dann irgendwann mal einfach klar wurde, das ist eine neue Stilrichtung, die da heißt Speedcore. Und ja, das ist halt kein Gabba mehr. Und daraufhin habe ich mir halt überlegt, man muss jetzt das irgendwie für die Leute, die jetzt halt keine Lust haben auf Speedcore und die aber noch Lust haben, Gabba zu hören, muss man das irgendwie auf den Punkt bringen. Und daraufhin habe ich mir dann den Begriff, mit dem ich mir auch nicht sehr viele Freunde innerhalb der Speedcore-Szene gemacht habe, aber habe mir den Begriff Speed Limit ausgedacht. Und das Ganze ist halt das Party-Motto, auch für die Partys, die wir jetzt im Tresor veranstalten. Mhm. Und ja, soll halt irgendwie das aussagen, was wir machen so ungefähr. Also besser hätte ich es mir nicht gewünscht, dass du es erklärst. Super. Was sich ja da herauskristallisiert ist, dass sich das jetzt in zwei Lager ja auch musikalisch ein bisschen getrennt hat. Ist es so, dass man sich trotzdem besucht auf Partys? Also die Speedcore-Leute und die Speed-Limit-Leute, sage ich jetzt mal? Ja, es ist so. Also wir werden zum Beispiel diesen Freitag auch in Tresor gehen. Da ist dann die Gabba-Front wieder vertreten und spielt halt dann doch ein bisschen schneller. Wobei eigentlich auf fast auf jeder Gabba-Front-Party... Also warte mal, der nächste Freitag, also jetzt... Der Freitag, der jetzt, jetzt kommt, Samstag. Ist... Nee, der Freitag, der jetzt kommt, ist Gabba-Freund. Der Freitag, der gestern war. Samstag. Ja. und ja, ja, also da hin, legen auch meistens ein, zwei Leute von uns auf. Und sie können halt nicht ganz so, wie sie wollen. Also wenn die da irgendwie, weiß ich, so brettern wie für das, wofür sie bekannt sind, dann haben sie da nicht allzu viele Freunde, ist meine Meinung. Ja. Und aber ansonsten tauschen wir uns schon aus und haben, also ich habe da keine Feindschaft gegen die und ich denke mal, die gegen uns auch nicht. Nein, das glaube ich nicht und hoffe ich auch nicht, weil ich meine, wir alle erreichen ja nur musikalisch was in der Gemeinsamkeit, egal ob man jetzt alles geil findet, was der andere gut findet oder auch nicht, wenn wir zusammenhalten. Das ist ja schon mal gesetzt, sonst gibt es auch die Radiosendung nicht. Also ganz ehrlich finde ich, dass an alle, nicht jeder ist so wie der andere. Jeder ist was Besonderes, ja. Und jeder hat seinen eigenen Style und gerade Gabba und Speedcore ist ja noch viel familiärer als jetzt Gabba und keine Ahnung, House. Ja, ja? Also von daher muss man da schon zusammenhalten, weil in der Masse seid ihr auch stark und könnt dann auch gute Locations haben und auch schöne Partys, weil wir will alleine feiern, also keiner. Ja. Super. Wer produziert denn heute noch Gabba? Also ist ja so für mich, ist es sehr interessant, dass du da bist, weil ich kenne mich im Breakbeat aus, im Techno aus, aber Gabba habe ich mich jetzt lange nicht mehr wirklich damit beschäftigt. Und trotzdem finde ich das nach wie vor, weil auch meine Roots irgendwo da lagen, 91, 92 habe ich auch Gabba gespielt, aber da hört dann auch meine Kenntnis darüber auf. Wer produziert heute noch Gabba?
Also ganz groß sind natürlich immer noch die Holländer irgendwie am Start, die produzieren also wirklich eine ganze Menge und gab dann auch jetzt eine ganze Zeit lang, wo wirklich schöne, auch qualitativ anspruchsvolle Sachen rauskamen und so mittlerweile kommt aber auch schon wieder so ein bisschen viel raus, was also dann wieder abgeklatscht von irgendwelchen Gabba-Hits ist und ansonsten sind die Franzosen eigentlich noch ganz gut am Start. Die machen eigentlich auch eine ganze Menge mittlerweile. Echt? Die haben halt nicht diesen typischen Holland-Sound mit diesen Holland-Synthies, die ja schön sind, aber wo man halt auch irgendwann mal eine Abwechslung braucht. Also wenn die ganze Nacht nur Holland läuft, dann hast du auch morgens dann irgendwann mal so einen richtigen holländischen Brei im Kopf. Also das heißt, du brauchst irgendwie, also meiner Meinung nach, immer eine Mischung aus Geschwindigkeit und halt auch aus Stilrichtung, sprich holländisch und deutsch und französisch. Und dann macht das Ganze eigentlich auch ein bisschen mehr Spaß, als wenn halt konsequent nur, wie die Holländer zum Beispiel, die sind ziemlich inzestmäßig, die spielen ja auf ihren großen Partys, dann auch wirklich nur den Holland-Kram so runter. Ja, interessant ist, wer in Frankreich bitte produziert Gabba, das habe ich noch nie gehört. Nee? Nee. Naja, also so ein Name ist für mich so French House, das Death Punk, weißt du, sowas in dem Style ist für mich Frankreich eigentlich eher so Goa-Huschi-Musik so. Ja, Corrupt Records ist zum Beispiel eine Sache, die irgendwie in letzter Zeit so rausgekommen ist, die ganz gut ist und denn, ja, so namentlich kalt, ich kenne meine Platten meistens nur von der Optik her und weiß, ja, was drauf ist und gucke also da jetzt eigentlich nicht so viel auf die draus. Namen. Es ist nur für mich faszinierend, weil gerade Frankreich ist für mich eher so ein, wie so ein Kiffer-Country. Die stehen halt auf Goa und die stehen so auf nette, schöne, unanstrengende Musik und dann ist es echt krass zu hören, dass da Gabba produziert wird. Ja, bin da gibt ja schon cool. So eine Nische. Also zum Beispiel der Laurent Ho, weiß nicht, vielleicht sagte der klar, noch was. Klar. Der ist ja da nun auch schon eine ganze Weile ewig irgendwie am Start und der hat auch sich dann irgendwann mal so auf den Speedcore-Zug so ein bisschen raufgeschmissen und hat mir da nicht mehr ganz so gut gefallen und mittlerweile ist er da aber auch wieder von runter und macht eigentlich auch für meinen Geschmack auch wieder ansprechende Musik so. Cool. In Deutschland, wo sind da die Hochburgen des Gabba? Also ich weiß, Norddeutschland bestimmt, oder? Also im Ruhrgebiet, da sind die alle ziemlich hollandlastig irgendwie. Mm, also da rennen sie dann auch irgendwie mit ihren Glatzen rum und ihren Trainingsanzügen. Und den weißen Hässlichen immer noch. Haben auch irgendwie so den Tanzstyle der Holländer übernommen. Und das muss ich sagen, ist bei uns in Berlin noch nicht so angekommen. Also wie laufen da die Leute rum? Ja, eigentlich meistens in schwarz, schwarze Armeeklamotten, irgendwie schwarze T-Shirts, schwarze Kapuzenpullover. Und das ist eigentlich, also irgendwie hat Berlin schon immer so seinen eigenen Hardcore- und Gabba-Style gehabt, also sowohl von der Musik her als auch von den Leuten, wie sie halt rumgerannt sind. Und das finde ich eigentlich auch ganz gut so. Sieht in jedem Fall besser aus. Ja. Auf jeden Fall. Ja, nee, ich kriege das ja nur mit, wenn ich da mal auflege oder so. Ich bin dann eher so auf Drum-and-Bass-Partys im Norden und dann gab es immer einen Hardcore-Floor. Die haben dann ja Hardcore-Floor gesagt und da lief Gabba. Das war für mich auch so eben so Holland-Style-Music. Und es war interessant zu sehen, gerade zu einer Zeit, wie du vorhin schon sagtest, wo es eigentlich komplett out war. Ja, wo man einfach sagt, heute sage ich, Gabba ist eine feste Institution. Es gibt einfach eine richtige Posse, die nur darauf abfährt, so wie es ein Drum-and-Bass gibt. Ja. Leute, die richtig Drum-and-Bass injizieren, die hören kein Techno. Umgekehrt ist es genauso. So, wir sind da in der Hinsicht auch so ein bisschen intolerant und also im positiven Sinne jetzt, sag ich mal, intolerant. Oder auch auf unseren Chillouts oder so, da läuft dann nicht irgendwelche sphärische Musik oder so, sondern da läuft dann eigentlich die gleiche Musik wie den ganzen Abend, nur meistens dann irgendwie noch ein bisschen härter im Mix. Und das so ist dann der Chillout. Das ist dann der Chillout. Was macht denn so jemand, der auf so einer Gabba-Party war, dann, wenn er mal wirklich chillt? Gibt es dann noch Musik zu Hause oder ist also, es dann ganz ruhig? Also ich höre mir dann meistens Stille. Die Mitschnitte vom Abend und vom After-Hour höre ich mir dann noch an, wenn ich dann im Bett liege, bis Wahnsinn. Ich dann halt irgendwann ohnmächtig werde. Nee, aber ich kenne das aus einer anderen Musik auch. Dass es mir genauso geht und jemand dann sagt, Mann, Marusha, jetzt reicht's doch langsam. Ja. Cool, ich danke dir so sehr, dass Gerne. Du da warst. Hat mir sehr viel Freude bereitet. Mich auch gefreut, dass ich kommen konnte. Auf jeden Fall, immer. Und wie gesagt, jeder erste Freitag im Tresor, ja. Gabba Nation, ja. Im Keller. Ja. Und ansonsten gibt es noch die anderen Jungs von der Speedcore-Fraktion. Wann die Gabba Front, die sind immer 2 Wochen versetzt nach uns. Wobei okay. Da manchmal irgendwie 5 Wochen im Monat sind, aber im Prinzip 2 Wochen nach uns. Und zum Dezember gibt es noch zu sagen, da kann die Gabba Front nicht, da werden wir also beide Veranstaltungen machen im Dezember. Genau, also check das ruhig mal aus. Ich war mal da, lustige Partys in jedem Fall. Und wenn ich mal privat auf dem Freitag da bin, komme ich in jedem Fall mal zum Hüpfen vorbei. Ja, vor allen Dingen, der Tresor ist prädestiniert für so eine Art von ja. Musik, denken wir. So ein kleiner, dunkler Keller ja. Und das ist schon irgendwie super ganz toll. Soundsystem ja, auch. Genau. Also wirklich sehr, sehr cool. Freut mich sehr. Alles Gute. Okay, weiterhin. Danke. Ja, und jetzt noch die letzten paar Platten und euch da draußen noch viel Spaß. Okay, tschüss. Tschüss. Oh, Motherfucker. You better not. Stop.
Damit haben wir es 22 Uhr und eine Minute. Anja Schneider wünscht Hallo zum Dance Under the Blue Moon. Die nächsten 3 Stunden hier auf Fritz mit mir. Und natürlich geht es in dieser Sendung um Clubs, DJs und Partys. Und heute ist eine ganz, ganz besondere Party in der Stadt. Wir feiern nämlich Geburtstag. Nicht wir, aber Good Looking, das Label von Drum and Bass Ikone LTG Buchan. Und der ist auch in der Stadt im Casino mit MC Konrad. Und er hat jemanden mitgebracht, das ist Nuki. Und auf den freue ich mich ganz besonders, weil Nuki wird hier ab 10:30 schätzungsweise hinter den Deck stehen, hier bei Fritz im Dance Under the Blue Moon. Außerdem haben wir die Glorious Sisters. Jede Menge Partys, Freitickets und ganz viel gute Laune. Erstmal ein bisschen Drum Bass auf die Ohren. J-Magic versus Hatiras Space Invader. Viel Spaß hier auf Fritz. Yeah.